Wie haben unsere Windhunde eigentlich unser Leben verändert? Wir haben durch die Windhunde viele neue Windhundfreunde dazu gewonnen und eine riesige Windhund-Community kennengelernt. Wir verbringen viel mehr Zeit in der Natur und haben dadurch nicht nur Berlin, sondern auch Brandenburg und auch die wunderschönen Naturschutzgebiete kennengelernt. Und Steffen bewegt sich jetzt auch mehr? Sie bringen uns zum Lachen, haben uns die Augen geöffnet, was das Thema Tierschutz angeht und uns auch beim Thema Ernährung und Lifestyle sensibilisiert. Und unsere Couch ist jetzt dauerhaft belegt. Aber erst einmal von vorne. Vor 14 Jahren sind Steffen und ich in die Hauptstadt gezogen. Eine spannende, faszinierende und sehr facettenreiche Stadt mit einem riesigen kulturellen Angebot. Wir haben eine Boutique eröffnet und genossen das Stadtleben in vollen Zügen. Von Galerien, Vernissagen, Events, spannenden Veranstaltungen oder dem gastronomischen Angebot. Wir haben alles ausgiebig genutzt. Das ist übrigens ein japanisches Restaurant. Einst war es eine Avantgarde-Boutique mit ausgefallener Mode. Heute bietet es ausgefallene, ausschließlich vegane Speisen an. Ein wirklich einmaliges Geschmackserlebnis. Ach so, nach 15 Jahren Beziehung haben wir dann doch beschlossen zu heiraten. Corona-bedingt, sehr schlicht und schnell. Nur wir beide. Na und was fehlt zum perfekten Eheglück? Dann, nach gründlicher Recherche und vielen Gesprächen, die Entscheidung, wir wollen einen Windhund adoptieren. Ein Leben mit Hund mitten in der Stadt? Nur ein halbes Jahr später folgte die Adoption von Kaya, unserem zweiten Windhund aus dem Tierschutz. Ja, ganz so schnell und einfach ging es dann natürlich nicht. Also ich glaube, ich habe erstmal anderthalb Jahre Recherchearbeit betrieben, habe mir zahlreiche Bücher über Windhunde geholt und habe mich regelmäßig mit Leuten ausgetauscht, die schon einen Windhund hatten, um dann eben auch einen Eindruck zu gewinnen. Okay, passt diese Rasse zu uns? Passt sie zu unserem Lifestyle? Und ist sie für ein Leben in einer Großstadt geeignet? Dann hat man den Austausch auch mit Tierschutzorganisationen gesucht. Wir hatten uns auch schon den ein oder anderen Hund ausgesucht. Und da die Tierschutzorganisationen die Wesen der Hunde schon relativ gut einschätzen können, wurde uns von diesen beiden abgeraten. Also das waren eher vom Charakter oder vom Typ Hund eher welche, die eben auf dem Land besser aufgehoben wären. Also eher in einer reizarmen Umgebung. Und dann sind wir irgendwann auf den Maverick gekommen und der sollte es dann sein. Ein stadtfester schwarzer Rüde. Eine Stadt wie Berlin hat natürlich auch seine Schattenseiten. Es ist hektisch, laut, turbulent, der Verkehr, die Menschenmassen. Man muss auf der Hut sein, dass der Hund keine Essensreste aufnimmt und aufpassen, dass er nicht in Glasscherben tritt. Aber, und vorausgesetzt, der Hund ist für ein Leben in der Stadt geeignet, ist es absolut machbar. Denn Berlin ist sehr grün, hat viele Parkanlagen und bietet zahlreiche gesicherte Hundeausläufe. Gesicherte, ganz wichtig, dass die Hundeauslaufgebiete auch entsprechend hoch genug eingezäunt sein müssen. Der Galgo Español hat in der Regel einen sehr stark ausgeprägten Jagdtrieb. Es gibt immer Ausnahmen. Zudem kann er relativ hoch springen. Also das heißt, ein 1 Meter Zaun würde eben in dem Fall nicht ausreichen. Und das ist das Schöne an Berlin, das ist eine sehr, sehr grüne Stadt und es gibt zahlreiche Waldgebiete, in denen man wunderbar spazieren gehen kann. Wir jedenfalls könnten uns ein Leben ohne Maverick und Kaya nicht mehr vorstellen.